So, ich habe mal meine lokale Testkopie vom Creative Server aufgemacht und da gucken wir einfach mal World Mods. Das müsste ja eigentlich Technik sein, oder? Das mit dem Sulfat Texture. Industrie, genau, Chrom, Chanot, lol, ist das eine Anspielung auf Tschernobyl? Feines Kupfer, feines Gold, okay, interessant. Gut, wir gucken mal. Crafty Pencil, beendet, Items, Legacy, Variation. Dürfte bei Register drin sein, das mit den Ohr. Oder auch nicht. Digga, das ist ja halt so eine Hilfe. Ach so, diese Radioaktivität. Ja, wow. Alter. Technics. Virgin. Aha. Textures und da haben wir jetzt hier garantiert das, was wir suchen. Mineral, Zink, Uran, Sulfus. Okay, das sieht ja eher aus wie Mese. Das sind ja richtig so eine Kleckse. Interessant. Okay, auf jeden Fall Sulfus. Oh, hier ist auch eine höhere Auflösung. Okay. Map-Gen. Ohr-Gen. So. Sulfus. Local Data Noise, bla bla bla. Grant. Die machen das eiskalt mit Voxel Manipulation. LOL. Puh. Nur leider blicke ich bei Sulfur, bei Voxel Manipulation nicht ganz durch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das hier ist zum Generieren des Zufallwertes. Local Lava? Och nö, ne? Warte mal kurz. Local Grid Size 5. Willst du mich gerade verarschen? Das muss Lava in der Nähe sein. Sehe ich das gerade richtig? Die Sache ist, ich kriege jetzt hieraus gerade nicht extrahiert, ab welcher Tiefe das Ganze spawnt. Bin ich gerade dumm oder ist es gar nicht definiert, ab welcher Tiefe? Also das hier ist, um den um das aktuelle Area zu bestimmen, das dann generiert wird. Hier wird aus dem aktuell, also halt der zufällige, ne, ist ja zufällig verteilt und dieser Zufall wird hier bestimmt. Sulfus Noise. Genau, hier wird der Zufall dann gedingsterbumstert. So, und jetzt muss ich, was ich dann nicht ganz verstehe, ist das hier jetzt.
Also, wir haben eine Grid-Size von 5. Dann gehen wir x von Grid-Size zu 2. Aha, okay, genau. Das heißt, wir gehen quasi, also wenn jetzt, ne, das die Größe ist und wir befinden uns quasi hier, dann ist die Hälfte ungefähr hier mal die Hälfte, also genau um uns herum. Deswegen dieses durch 2. Okay, das heißt, er guckt tatsächlich, also es baut tatsächlich nur da, wo innerhalb von 5 Blöcken Durchmesser, also 2,5 Blöcke Radius quasi, Lava ist. Schöne Scheiße. Die Sache ist nämlich, wir haben seit Ewigkeiten keinen Lava mehr gefunden. Scheiß die Wand an. Okay, das ist deprimierend. Wie kommen wir denn jetzt an Lava? Und nein, einfach irgendwo wild Lava selber verteilen bringt gar nichts. Warum ist das so scheiße? Ich will sterben. Lava, Alter, wir kommen noch nie im Leben an Lava. Eher sterben wir. Vor allem bei Versuch, dann das Zeug abzubauen. Weil, wenn es in der Nähe von Lava ist, dann. Ja, ist ja auch Lava in der Nähe. Klingt logisch, ne? Klingt aber nicht schön. Das ist das Problem dabei. Was machen wir denn jetzt am dümmsten? Wir müssten irgendwie Lava finden. Das Problem ist, Lava finden würde ich ungern, indem ich einfach in die Tiefe baue. Weil wenn wir in die Tiefe bauen und dann Lava finden und nicht aufpassen, dann sind wir in der Lava und nicht über der Lava. Und das ist nicht schön. Absolut gar nicht. Okay, das heißt, wir können das hier vergessen, weil ich glaube kaum, dass wir hier Lava finden irgendwo. Ist doch bekloppt, Alter. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Ja, das werden wir. Ja, was tun wir denn da so müssten? Okay, kommen wir nicht lang. Wow. Tschüss. Ich bin mal weg. Nee, jetzt mal no joke. Wie komm. Also, ich meine, gut, da hinten will ich jetzt gerade sowieso gar nicht. Ist mir gerade ein bisschen egal. Die Sache ist, wie kommen wir an Lava? Und ich will jetzt nicht unbedingt cheaten und einfach mit Noclip nach Lava suchen. Das wäre mir halt ein bisschen zu, ne? Zu sehr gescheatet halt. Aber wir sind halt zigtausend Blöcke runtergegangen und haben keine Lava gefunden. Mutter schon wieder so trocken. Wie finden wir Lava? Ich meine, wir können es jetzt mal zufälligerweise in die andere Richtung einfach mal durchgraben. Wisst ihr was? Bevor ich lange überlege, mache ich das doch einfach mal. Wer weiß, vielleicht ist ja. Wir werden so hart irgendwo reinfallen.
Okay. Server hängen? Achso, klar, weil er halt natürlich den Rechner neu generieren muss. Ha. Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Wir werden nie im Leben Lava finden. Könnt ihr vergessen. Nie im Leben finden wir Lava. Also alles, okay? Wir finden alles, aber keine Lava. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Vor allem, ich weiß auch gerade gar nicht, ob es am Map-Gen liegt. Weil es fällt halt schon irgendwie auf, wie absolut wenig Lava wir finden. Apropos Lava. Dankeschön. Warum haben wir nicht aufgenommen? Hallo? Okay. Der Server ist halt gerade hart ausgelastet. Du komm doch bitte weg hier. Ist ja Kerzenverschwendung hier. Alle. Hallo, wieso kann ich dich nicht mehr abbauen? Oh, weil was ist hier passiert? Upsala. Hä? Hilfe, wo bin ich jetzt gerade? Hallo? 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 Was ist geschehen? Was ist passiert? Wo zur Hölle bin ich jetzt gerade? Hä? Okay, finde ich nicht witzig. Kann man bitte. Wie bin ich hier? Was ist geschehen? Wo sind meine Mami? Mein Papi? Hallo? Komm ich von hier? Runtergefallen? Ja, könnte sein, dass ich da runtergefallen bin. Nee, auch nicht. Okay, ja. So viel dazu. Hallo, nochmal. So. Okay. Achso, ja, ich konnte doch gleich. Wo zur Hölle bin ich hier gerade? Wo? Hey, wo ist mein Weg? Ach da. Hab ich nicht in die Richtung geguckt? Okay. Tja, können wir uns gleich mal hier ein bisschen umgucken, ne? Also sieht halt wunderschön aus, aber ich sehe halt original kein Lava. Original kein bisschen. Das ist ein bisschen deprimierend.
Ey, wir würden da genau hier drunter durchgraben. Lol. Ja. Was tun wir denn in so einer Situation am besten? Ganz ehrlich, ich habe noch nie aktiv nach Lava gesucht. So, auf jeden Fall müssen wir hier hin. So, hier ist unser Weg. Sehr schön. So, Revoke, Ronix, Fly. Noclip kann eigentlich bleiben, weil Noclip hilft beim Bauen. Da kann man nämlich auch in sich bauen. Also solche Sachen wie das hier. Und ja, durch Wände kann man damit nicht gehen. Dafür braucht man, wie gesagt, auch Fly. Müssen nicht gleich mal eine Fackel auftauchen? Wir haben noch gerade, haben wir hier nicht. Müssen wir jetzt nicht zu unserem. Oh, hallo? So, willst du mich jetzt hier verarschen? Wo ist jetzt unser Kackkreuz hin? Oh, da sind wir einfach durchgelaufen. Hatten wir nicht eine Fackel aufgestellt gehabt? Nö? Oder nicht? Aber gut. Auf jeden Fall können wir hier hoch. Bringt uns nicht viel. Aber gut zu wissen. So, dann mache ich hier mal irgendwo mal. Genau hier. Dann mache ich hier mal zu. So, meine Wegmesser reparieren. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, also Lava finden wir hier auf jeden Fall, wie wir gesehen haben, nicht. Ich dachte, kann ich hier auch zumachen. So. Ich mach die Fackel am besten mal hier hin. Oder hier hin. Oder da. Dahin. So sieht's geil aus. Ja, wie kommen wir zu Lava? Wisst ihr was? Oh, Alter. Ja, jetzt müssen wir einen langen Weg laufen, ne? Oh, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Das ist jetzt richtig kacke. Ich meine, ich habe das schon ein paar Mal angesprochen, dass wir irgendwie nicht auf Lava stoßen. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass das so ein Problem wird. Vor allem, selbst wenn wir Lava finden, müssen wir dann ja auch noch eine Wahrscheinlichkeit berücksichtigen, dass da dann auch Sulfat ist. Das heißt, damit wir wirklich definitiv eine Menge Sulfat finden, bräuchten wir so einen riesigen Lavapool. Und damit wir dann auch noch an das Sulfat rankommen, müssen wir das Sulfat irgendwie erstmal beseitigen können. Und ich habe offen gesagt keine Ahnung, wie wir das machen. Okay, hier geht es noch weiter runter. Würde mich eigentlich verarschen. Ach komm, wir gehen einfach mal runter. Ach so, siehst du, unter uns kommt jetzt ein Loch, kann das sein? Doch nicht. Ach, jetzt kriege ich Schaden, ja?
Bei 10 Blöcken kriegt man also Schaden, aber bei 500 Millionen Blöcken kriegt man keinen Schaden. Das macht so absolut keinen Sinn. Okay, wir haben jetzt nochmal eine Riesenhöhle. Aber auch die natürlich wieder ohne Lava und ohne Sulfat und überhaupt. Also ja, ohne Sulfat ist ja jetzt mittlerweile klar. Ne, wir finden kein Sulfat ohne Lava. Welch ernüchternde Tatsache. Ich werde. Wir werden alle sterben. Wir werden alle hart sterben. Und zwar richtig hart. So, bauen wir erstmal hier eine Leiter. Ungefähr so. So, na, so, 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 so. Und dann so, so, so. Brauchen wir noch ein paar mehr Leitern? Oh, mein Inventar ist voll. Ah. Nein. Dann lieber dich. So. Weg, weg, weg. Weg. Nein. Mann, Alter. Achso, siehst du? So, 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 so. Danke. Okay. Jetzt aber. Butter bei die Fische. Weg, weg. Danke. Danke. Danke, danke. 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 Ja, danke. Danke. So, so. Einmal das, einmal das, einmal das. Und... Sieht doch gut aus. Dann kommst du noch mit da. Ach komm, ihr könnt weg. So, jetzt haben wir wieder ein paar Leitern und Hunger. Tja. Ich habe absolut keinen Plan, was wir jetzt machen sollen. Oh, Alter, wo brauchst du die Leitern hin? Hallo? Ich habe absolut keinen Plan, was wir jetzt machen sollen. Nein. Jetzt würde ich hier so ein richtiges, so ein kleinen Balkon. Ich mach mal hier. Ich mach mal was. So. Okay. So. Macht keinen Sinn. Wobei die Zahl sich auch nicht verändert hat. Wir haben immer noch 20 von 20 gehabt. Also wir haben zwar Schmerzanimation, also dieses Rund, aber also und auch den Sound. Aber wirklich Schaden bekommen haben wir keinen. So. Offen gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich mir hiervon überhaupt verspreche. Außer Leid und Schmerzen. Es kommt keine Lava. Es kommt einfach keine Lava. Ihr wollt mich doch verarschen. Alter, wie viele Höhlen es hier unten bitte gibt? Was ist denn los? Ist doch nicht mehr normal. Oha. Oha. Ja. Okay, das wird ein Spaß. Folgendes. Ihr. Oh nein. Warum fällt jetzt bitte runter? Ein Hurensohn bist du. So. Danke, danke. Jetzt bauen wir hier erstmal Lettern an. Ja, das hat. Was? Achso, gut, ich habe da mein Faden dabei. Oder auch nicht? Doch, habe ich. Danke. Boah, Alter, wie das da runter geht, wird mich verarschen. Ey, ich
sterben. Also bitte, ich geht es dann? Da geht's doch voll. Oh Gott. Alter. Ja. Also das hier sieht halt ultra krank geil aus, aber ist halt auch ultra krank geil gefährlich. Das ist mal was anderes als eine Mega-Höhle. Also das da unten ist auch eine Mega-Höhle, aber wir sind jetzt am oberen Ende der Mega. Also wir sind quasi auf der. Ne? Normalerweise streifen wir in die Mega-Höhle von der Seite und kommen von der Seite rein. Wir sind jetzt aber gerade an der Decke der Mega-Höhle. Das heißt, es geht tief runter. Wobei es hier auch noch verschachtelt zu sein scheint. Also die eigentliche Decke ist das Ding hier. Und hier haben wir einen Tunnel, der die Decke streift. Und deswegen haben wir hier diese komische Öffnung. Es ist halt unendlich geil von der Optik her. Aber wie gesagt, scheiße gefährlich. Und ich habe keinen Plan, was wir jetzt hier machen. Okay, folgendes. Folgendes. Wir bauen erstmal folgendes. Folgefehler. So. Wir bauen erstmal. Wir brauchen mehr Leitern. Wir brauchen definitiv mehr Leitern. Wir bauen erstmal bis hier die Treppe. Oh. Scheiße. Eine Neonkatze. Oh, wie süß. Was tue ich jetzt hier gerade? Ronny, überleg, bevor du irgendwas machst. Bitte überleg, was du tust. Ronny. Ich bin Ronny. Oh mein Gott, ich kriege die Leiter hier nie wieder ab. Tschüss. Ah, scheiß auf die Leitern, Alter. Scheiß Dreck hier, Alter. Billigproduktion. Wow, geile Optik. Ja, wie gesagt, das geht halt mit Noclip. Da kann man auch in sich bauen. Kommen wir jetzt hier überhaupt dran? Nee, ne? So, was ich gerne bauen würde, wäre sowas wie so ein Aufabstieg, wo man hier so lang laufen kann. Versteht das, was ich meine? Sowas hier, ne? Da kann man hier so an die Leiter gehen. Bam. Kann dann hier halt von der Leiter hier so lang gehen. Bam. So, dann würde ich gerne hier jetzt ein. Wow. Würde ich hier gerne. Siehst du, wir können eigentlich auch gleich so Dinge bauen. Alter. Zum Glück stand ich nicht ganz an der Kante. Weil wenn ich ganz an der Kante gestanden hätte und dann in mir gebaut hätte, dann wäre ich erst runtergefallen. Und zwar ohne Gnade. Dann wäre einfach so, ja, haben sie Pech gehabt, mein lieber Herr. Warum aktivieren sie auch die Schwerkraft? Es gibt hier auch eine Welt ohne Schwerkraft. Installieren sie doch diese. So, bam. Jetzt kann man nämlich hier sehr schön raus und rein und selbst verschießt. So. Und jetzt kann man hier auch wunderschön wunderbar rüberlaufen. Perfekt. Tada! So. Ein bisschen beleuchten. Oh, hier geht's auch. Alter, das ist noch eine Neonkatze. Wow! Alter, wir sind echt auf. Da ist eine. Obwohl, nee, vielleicht ist das die, die wir davon da hinten gerade gesehen haben. Da gibt es also schon mal zwei Neonkatzen. Alter, wir sind hier echt mitten auf dem Ding. Oh mein Gott, wir werden so hart sterben. Oh Mann, Alter, warum tun wir das? Kann mir das mal jemand erklären? Warum tun wir sowas? Ich meine, gibt es dafür irgendeinen Grund? Scheiß Masochisten hier. Ja. Okay, komm. Ja, damit steht das Planum der nächsten Folgen fest. Geile Scheiße. Bis dann.